Köln am Rhein ist ja eigentlich schon die schönste Stadt der Welt, aber irgendwie dachten wir uns dann doch, eigentlich sollte man ein bisschen mehr von der Welt gesehen haben. Martin, Afrika soll sehr schön sein. Oh ja. Und Namibia, sagte man uns, sei ein guter Einstieg. Namibia? Och, Jack, was wollt ihr denn da? Namibia, was ist denn bei euch kaputt? Steht ihr jetzt auf Risiko oder was? Namibia? Dann könnt ihr ja direkt nach Afghanistan oder Syrien fliegen. Der Standard namibischer Lodges ist vergleichbar mit europäischen Destinationen. Von diesem Luxus spürt der namibische Durchschnitt allerdings auch wegen 54% Arbeitslosigkeit nicht viel. In kaum einem anderen Land liegt die Schere von Arm und Reich so weit auseinander. Wenn Sie morgens aufstehen, checken Sie Ihre Schuhe. In 9 von 10 Paaren wird sich kein Skorpion verstecken. Aber vielleicht in Nummer 10. Landessprache in Namibia ist Englisch. Bitte sprechen Sie das also auch mit dem überaus freundlichen Good Personal. Good morning, Selma. Guten Morgen, Martin. I'm very friendly. Und keine Sorge, mit Mittouristen können Sie schon genug Deutsch. Grüezi wohl. Ganz gut. Ja, auch Schweizerisch. Servus. Und Österreicherisch sprechen. Im Ranking sind aber auch Briten, Italiener, Amis und Finnen weit oben. Die fallen einem in Namibia aber irgendwie eher weniger störend auf. Normally when you have German guests, this is what they would say when they see, like, say, a giraffe. Guck mal da, eine Giraffe. Oh, das ist ja mega cool. Sauber, ein Giraffen. In Namibia wird ihnen zwangsläufig jede Menge Zeugs angeboten. Ob sie was kaufen wollen, ist ihnen überlassen. Es passiert nichts, wenn sie Nein sagen. Sie können aber auch Menschen unterstützen. Auf jeden Fall handeln sie ruhig. Oft sind sie nicht der einzige Kunde und meistens bekommen sie auch keinen Special Price. Thanks, man. Ne? Thanks, my brother. Okay, thank you. Ciao, see you. Wollte der nicht klauen? Und nein, nicht alle Namibia klauen. Ach komm, hier werden doch eh nur die beklaut, die Angst davor haben, beklaut zu werden oder die, die es irgendwie provozieren. Klischee widerlegt, der wollte jetzt zum Beispiel nicht klauen. Schon gar nicht in den Mega-Touri-Orten Sossusvlei und Etosha. Da sind sie ziemlich sicher. Und machen Sie einen Game Drive. Das ist eine super Art und Weise, Namibias faszinierende Tierwelt kennenzulernen. Am besten macht man das selbstständig mit einem gemieteten Jeep. Die gibt's ab 50 bis 100 Euro pro Tag. Mit Dachzelten ist man noch flexibler und die Campingplätze in Namibia sind meistens in Top-Zuständen. Ein idealer Ort für Tierbeobachtungen ist der Etosha Nationalpark im Norden. Giraffen, Elefanten, Geparden, Leoparden, Löwen, viele, viele Zebras und so weiter kann man dort für 8 Euro pro Tag bestaunen. Nur für Hippos und Meerkatzen muss man in den etwas abgelegenen Caprivi-Streifen reisen. Am besten natürlich auch mit der eigenen Karre. Denn Alternativen sind vollgepackte Touribusse und Jeeps. Gemein.
Eins sind Gruppenreisen à la Hummel Dumm von Tommy Jaud. Übrigens eine Top-Lektüre für Ihren Namibia-Aufenthalt. Es gibt aber natürlich viel mehr Klischees über dieses wunderbare Land im südlichen Afrika. Und die wollen wir Ihnen nicht vorenthalten. Zum Beispiel sagt man über Namibia, dass das hier noch sehr deutsch sein soll. Mit alten Gebäuden und alten Gedanken der kolonialen Erben. Namibias Männer, also so heißt es zumindest, sind so potent, dass die alle mindestens 10 Kinder haben. Und das von Minimum 1, 2, 3... Naja, sagen wir 4 Frauen. Deren größtes Hobby scheinen Haarverlängerungen zu sein. Ständig sollen die sich hier neue Frisuren kreieren. Was wohl stimmt, ist die Tatsache, dass Namibia immer interessanter für die TV- und Filmbranche wird. Generell alle Schwarzen fangen angeblich wahnsinnig früh an zu trinken und vertragen nichts. Und stimmt es eigentlich, dass jedes Jahr zigtausend Jäger aus Übersee kommen? Ich meine, ist das hier wirklich so krass?